Kannst du dich dabei unterhalten oder nicht? Ja, klar. Gut, ich kenne nämlich zwei Bekannte, die können das nicht. Ein bisschen Luft und dann haben sich so nach einer Stunde oder anderthalb haben sich ja manchmal so Flüssigkeitsfehler angeschlagen oder wo ich die Linie nicht getroffen habe. Ne? Also mit anderen, ja, irgendwann lässt die Konzentration nach. Das ist ja, wir sind ja auch keine Profisportler, ja, die jeden Tag in den Kraftraum gehen und Ausdauertraining machen, sondern nur Spaß. Was ich natürlich sofort wieder merke, sind die Sehnis, ne? Das ist, ja, das sind Welten. Das ist Bombe, ne? Ja, Hammer. Jahre alten Karre und da habe ich dann gesagt, nee, lass stecken. Das ist die Lara. Da vorne, ach da die Bonne, ja, die kenne ich von denen. Lara ist auch schnell. Was ist das, ein R oder? Ja. Natürlich dann Wut im Bauch im ersten Moment. Er hat sich aber gleich bei mir entschuldigt und gesagt, ja, scheiße, so ungefähr. Und weißt du, was passiert? Also Respekt, das geht echt gut mit dem Audi, hätte ich nicht gedacht. Die Bremse ist absolut standfest. Der hat auch diesen 5-Zylinder. Ja. Der auch bei Herbig drin ist, oder? Nee. Der Herbig hat irgendwo mit der Golf R drin. Ja, und im Expo glaube ich auch, ne? Ja. Ja. Hat der Allrad? Nee, ne? Ja. Ah ja, okay. Aber der ist grundsätzlich Frontdrehlauf. Ja. Und der Allrad schaltet sich nur zu, wenn irgendwo Schlupfwellen stehen. Ach so. Also das ist jetzt bisher. Ich dachte, der hat. Du fährst mit Allrad, das habe ich eben so euch das gedacht in der Kurve. Also jetzt nur eine Achse angetrieben. Ja. Ja, der hat abartige Traktion da. Ja. Muss man wirklich sagen. Also, du hast immer das Gefühl, der stützt sich am kurven äußeren hinteren Rad nochmal ab in der Kurve. Als hättest du da so eine Art Steilkurve. Man muss allerdings auch sagen, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das Auto so verzerrt habe, dass es so fährt, ja, jetzt fährt. Ja. Am Anfang ist er gefahren, wie
Liter Bomben und geht er mir hinten weg. Rechts weg, links weg, rechts. Und ich denke, ja geil, Auto schraubt ab in die Leitplanke. Das ist eine ätzende Stelle zum Auto verlieren, ne? Ja, und war Öl da ordentlich und ich habe ihn jedenfalls wieder gekriegt. Und dann bin ich erstmal raus und dann den hier. Respect.